Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Minecraft-Projekt Let's Play. Heute gehen wir zuerst meinen, dann schauen wir, dass wir hier Weizen bekommen. Dadurch können wir die ersten NPCs machen mit dem Custom NPC Mod. Und ich pflanze hier noch eins an. So, dann machen wir unser erstes Haus. Gehen wir raus aus dieser Höhle. Einen Schleim. Ich höre einen Schleim. Ich möchte gerne einen Schleim besiegen. Da ist der Schleim. Also sind wir in einem Schleim-Chunk. Also die können in sogenannten Chunks spawnen. Die sind 20 Meter groß oder so. So. Hier haben wir einen Pfeil und ein Bogen ist gedroppt. Der Pfeil ist irgendwie verschwunden. Ah, wir haben ihn eingesammelt, aber haben es nicht gehört. So, hier haben wir einen Zombie. So, hier haben wir Eisen, sehr schön. Gut, dann machen wir immer weiter zuerst, dann ein paar Holzfällerhütten und Minen für die NPCs. Dann machen wir kleine Dörfchen. Ah ja, Bauernhof noch. Ein paar. Und Fischerhütten, alles mögliche. Und dann machen wir immer weiter. Und dann machen wir auch mal etwas von der Zukunft. Oder wir können irgendwas Antikes machen. Pyramide, wenn wir ein Ding ein Biom, ein Wüstenbiom. Und wir haben das die ersten Diamanten gefunden. Cool. Also dann werde ich zuerst hier mal das Redstone abbauen und wir schauen, dass alles safe ist. Einfach Wasser gießen für Obsidian. So, dann haben wir eigentlich schon die ersten Obsidianstück zum Abbauen durch die Diamantspitzhacke. Und ja, wir müssen aber hier zuerst mal diese Strömungen, diese Quellen wegmachen. Dazu gehe ich jetzt hier mal nach oben und baue hier zu, wenn keine Ding ist. Ja, es ist wirklich keine Quelle hier. Muss ich das zubauen? Oh Gottchen. Ja, hier haben wir sehr viel Wasser. So, hier haben wir Lapis Lazuli, das brauchen wir leider noch nicht so viel in dieser Version, aber sobald natürlich Forge 1.8 draußen, also zuerst einmal 1.8 draußen ist, dann Forge draußen ist und dann die Mods alle draußen sind für 1.8, kann ich dann natürlich da mit den Lapis Lazuli mehr anfangen, als nur Blöcke herzustellen. So. Jetzt abbauen das Diamant-Zeugs da, die Diamanten. So, und das ist abgeflossen. Wir haben genau drei Diamanten, das heißt Diamantspitzhacke. Die werde ich gleich mal kräften. Und dann auch ein bisschen Obsidian abbauen. Dann haben wir das schon mal recht schnell gemacht. So, Diamantspitzhacke. Jetzt haben wir eine Holzspitzhacke oben, eine Steinspitzhacke, eine Eisenspitzhacke und eine Diamantspitzhacke. Mehr Spitzhacken gibt es nicht. Also weil hier unten Ding ist, Lava, und wir ja, das Obsidian eventuell in die Lava fällt, machen wir das mit einem Trick. Und wir stehen jetzt einfach im Wasser und die Blöcke werden, das Lava wird dann direkt, wie ihr seht, in Obsidian verwandelt. Und sie fallen nicht in die Lava, die Blöcke. Okay, geht doch recht gut, geht recht schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell Diamanten finden.
Jetzt müssen wir einfach ein bisschen Geduld haben und hier alle Diamantblöcke abbauen. Nicht alle natürlich, aber genug für ein Portal, ein Netherportal, um in die Netherwelt zu kommen. Das ist die Höllenwelt. Und dann noch für den Zaubertisch brauchen wir 4. Das ergibt, für 10 kann man ein Portal machen, oder? Nein, 12. Dann brauchen wir 16. Also dann werden wir hier mal unten auch ein bisschen das Obsidian abbauen, gehen kurz runter und dann bauen wir mehr links noch ab. Wo ist das Blaue? Ich habe doch einen blauen Punkt gemacht. Moment kurz. Steuerung Wegpunkte. Ja, ist ja hier. Wieso ist das nicht zu sehen, weil es zu nah ist? Komisch. Oder sehen wir nur nicht wegen dem Creeper oder wegen... Ja, da müssen wir noch schauen. Vielleicht wurde das gemacht, dass die allzu nahen gar nicht angezeigt werden. Komisch. Also jetzt muss ich noch schauen, wie viel wir übrigens überhaupt haben. Wir brauchen 16, wir haben 9 schon, 11 Stück haben wir jetzt. Dann baue ich hier drüben mal einen Weg nach oben, damit wir überhaupt nach oben kommen, weil hier kommen wir jetzt dann nicht mehr nach oben. So, und bauen weiterhin das Obsidian ab. Ja, hier gibt es sehr viel Lava, also das Lava ist sehr tief. Okay, hier rechts könnte man noch nach oben, stimmt. Aber das geht ein bisschen länger. Dann mache ich das nicht gerne. Ah, hier ist noch Kohle hier unten. So, wie viel haben wir? 15, noch einen. Dann baue ich noch den hier ab. So, ich hoffe, ich habe mich verzählt. Ich habe eher mehr als weniger. Dann ist gut. Wie ich gerade merke. Ich glaube, ich muss das nicht 4 auf der Seite machen, ich muss nur 3 auf der Seite machen. Wir werden ja sehen. Wir werden das Portal schon mal machen. Einfach anzünden. Ja, anzünden könnten wir es eigentlich dann auch schon. Aber betreten erst mit einer vollen Eisenrüstung. Und einem Diamantschwert oder so. Eigentlich nicht, weil erstens, es gibt nicht so viele Schwere außerhalb der Festung. So schwere Monster. Wir verlieren das Inventar nicht. Und wir, die Gas kann man eigentlich relativ gut ausweichen, indem man die Sicht entfernt von ihnen. Dann greifen sie natürlich auch nicht an. So. Oh, hier haben wir sehr viel Lava. Oh, wir haben noch das Wasser gar nicht mitgenommen. Vor lauter Reden. Meine Konzentration schwindet irgendwie. Ich muss aufpassen, dass ich nicht noch etwas Schlimmes mache. Einen schlimmen Fehler. Wir gehen jetzt mal hier runter. Und dann gehen wir nach oben. So, da wir keine Lava brauchen für irgendwas. Außer für den Ofen anschmeißen, aber das ist mir zu schade. Ich benutze eigentlich immer nur Kohle. So, oder Kohleblöcke könnte man auch machen dann. So, wir müssen nochmal essen. Unser gutes Fleisch, sehr, sehr verrottet.
Schmeckt sicher gut. Okay, schade. Ich dachte, wir finden auf die Schnelle nochmals einen Diamanten. Weil wir brauchen zwei für den Crafting Table. Ah, wir brauchen zwei Diamanten. Ich habe gar keinen Diamanten. Wir haben nur drei gefunden. Und die drei für die Spitzhacke verbracht. Genau. Jetzt check ich. Okay, noch ein bisschen Redstone mitnehmen. So, gehen wir weiter nach links hier. Hier ist auch... Ah, das ist von oben. Das haben wir von oben gemacht, das Obsidian. So, und jetzt unser erster Schwerkampf eigentlich, weil die Kriebe recht schnell explodieren. Ah, wir haben es geschafft. Hier haben wir Gold. Das brauchen wir dann auch später vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber auch nicht allzu oft. Gibt sehr wenig Sachen, wo man Gold eigentlich braucht. Goldäpfel für ein paar Items, die ich jetzt gar nicht... Können wir eigentlich nachschauen. So, ich möchte wissen, für was ich es brauche. Ich brauche doch nicht nur für Gold... Aha, das ist ein Goldding. Ich will Goldbahn wissen. Was man daraus machen kann. Genau, die Schiene. Dann eine Uhr. Die Goldäpfel, habe ich ja gesagt. Und dann die Werkzeuge. Man kann sogar eine gewichtete Druckplatte herstellen. Das ist auch neu. Goldnuggets kann man daraus machen. Und die Goldnuggets brauchen wir für glitzernde Melonen. Für goldene Karotten. Und ja. Gut, das ist mal sehr, sehr schön. Leider ist alles ein bisschen verpixelt, sorry, aber das ist halt so irgendwie. Kein Plan wieso, wahrscheinlich auch direkt vom Mod. Oder wegen der Sprache. Wenn man die Sprache hier auf Englisch macht, ist es wahrscheinlich nicht mehr so verpixelt. Aber ich möchte gerne auf Deutsch spielen. Ach, weil ich ein deutscher Let's Player bin. So, komm bitte. Wie lange brauchst du? Ja, jetzt stürzt Minecraft noch ab. So, jetzt. Auf Englisch ist es jetzt nicht mehr so verpixelt. Jetzt ist es ganz falsch. Na, dann... tue ich lieber wieder auf Deutsch. Schnell, so schnell wie möglich wieder auf Deutsch. So. Nicht abstürzen, bitte. Ach ja, wenn ihr etwas wissen wollt über zum Beispiel das Texture-Pack oder über die Mods, unten in der Beschreibung steht alles. Wenn ich es nicht vergesse. Das muss man mit einer Eisenspitzhacke abbauen. Ich möchte aber die Steinspitzhacke noch brauchen. So, das restliche Eisen müssen wir nicht mitnehmen. Hier waren wir noch nicht. Ja, hier ist aber auch nichts. Ja, bis wir herausfinden, geht einige Zeit noch. Ich denke, ich werde ein bisschen, ja, cheaten ist es nicht, aber man kann doch hier teleportieren, oder ist das das falsche Ding? Nein, man kann nicht teleportieren mit diesem Teil. Wir könnten hier noch etwas umändern. Blocktransparenz, Biome, Karte verstecken, aus. Nein, Größe könnten wir noch ändern. Kleiner machen, wir lassen es normal. Alten, also Original Nord bedeutet, dass es immer nach Norden zeigt, ja.
Machen wir aus. Rechteckige Karte, nein. Koordinaten, Wegpunkte, beide. Beide, ja. Details, Leistung. Ah, das ist. Also, wir können uns nicht teleportieren. Biom List. Doch, man kann sich teleportieren. Also, gut. Dann machen wir das manchmal, wenn wir allzu weit weg sind. Damit ich natürlich das Let's Play auch ein bisschen kürzer halten kann. Und ihr euch nicht langweilt, wenn wir immer zurücklaufen müssen oder reiten müssen oder sonst irgendwas. So, jetzt haben wir hier die Fäden für eine Angel. Den Bogen können wir benutzen. Können wir mitnehmen. So. Dann machen wir die Steinspitzhacke hier rein. Das Steinschwert. Die Werkbank. Das Gold. Das tun wir gießen. Die Redstone tun wir rein. Pflasterstein brauchen wir auch nicht mehr. Den Knochen tun wir rein. Oder machen wir zu Mehl. Lapislazuli rein. Knochenmehl funktioniert seit einigen Versionen nicht mehr sofort, sondern erst nach einiger Zeit. Dann werde ich hier nochmal kurz hier die Hungerbar auffüllen. So, Steinaxt rein. Und gut ist die nach vorne. Diamantspitzhacke nehmen wir mit. So, das Eisen können wir reintun. Zuerst mal die Angel. So und so. Dann haben wir die Angel. Und jetzt möchte ich hier noch ein bisschen das kleine Weizen auffüllen. Bisschen ist direkt gegangen, das ist sehr schön. So, haben wir noch mehr Weizen so angepflanzt. So. Okay, wir haben keinen Weizen mehr bekommen. Dann tun wir hier schön im Regen mal ein bisschen angeln. Oh, ich sehe es leider nicht so gut. Ich mache es nah heran, damit ihr es auch seht, aber es backt ein bisschen herum. Ohne Backen ist das hier zu niedrig. Also jetzt werden überall so kleine Spritze, seht ihr ja, und wenn die Spritze ganz viele werden und auf das zukommen, dann muss man drücken, also sobald es bei uns ist beim Schwimmer. Also es geht ja nicht allzu lange, aber es sollte langsam mal kommen. Dann geht, glaube ich, auch der Schwimmer nach unten. Hallo, gibt es hier Fische? Also macht eigentlich nichts, ob wir mit einem kleinen Flüsschen, einem kleinen Tal kommt. Ja, jetzt. Oh, eine bessere Angel! das ist mal ein gutes Glück. Eben, ob wir in kleinen Pfützchen oder in einem riesen Meer oder so angeln, ist egal. Und es ist sogar eine sehr gute Angel. Oh Gott. Das ist mal geil. Ich hoffe, die kann man auch wieder reparieren. Ich will sie nämlich nicht so unbedingt verschwenden. Jetzt sehen wir es ein bisschen schlechter, weil es weiter weg ist, aber ja. Gut, wir haben einen Kugelfisch. Okay. Ich hoffe, Kugelfisch machen nicht irgendwie Hunger oder vergiften uns. Ich kenne mich nämlich mit dem neuen Update noch nicht so gut aus, aber das ist gut, dass wir das jetzt hier herausfinden können. Und ist nichts passiert. Habe ich zu viel oder zu spät gedrückt? Keine Ahnung.
Jetzt ist was Rotes gekommen. Einen rohen Lachs. Dann machen wir weiter. Wie ihr seht, die Angel geht relativ schnell kaputt. Hä? Darum kann man die nicht allzu lange einsetzen. Und ich muss schauen, dass ich die Angel nicht komplett zerstöre. Das ist ein bisschen blöd bei Minecraft. Die Sachen gehen komplett kaputt. Sie fallen nicht auseinander oder so. Man kann sie nicht mehr zusammensetzen. Das ist blöd. Und vor allem schade, wenn man etwas richtig Gutes zerstört, wie eine Rüstung, weil man nicht sieht, wie stark die Rüstung beschädigt ist. Das geht nur durch einen Mod. Den Armor Guy. Dann sieht man links und rechts von unten diesem Zeug, sieht man dann die Armor, die Rüstungskaputtheit, also die Haltbarkeit. Und da kann man schnell reagieren, aber leider hier nicht. So, jetzt haben wir nochmals einen Kugelfisch. Dann machen wir noch einmal. Und dann machen wir Pasten für Ding, sonst wird es ein bisschen langweilig für euch. Das ist Gravel. Ich suche nach Ding, nach Lehm. Aber das können wir dann ganz gut farmen in einer Mistcraft-Welt, wenn die überhaupt gespawnt werden. Also es kommt einer. Gut, ein normaler Fisch. Haben wir auch, okay. Ein normaler Fisch brauchen wir für, zum Beispiel für die Ozelotte, damit man sie zähmen kann. Der rohe Lass könnte ich mal in den Ofen tun. So, das weiß ich, der tut ja relativ gut Leben auf Hunger auffüllen. Die Angel können wir auch reinlegen, die normale. So, dann machen wir uns ein Teil für den NPC-Spawner. Ich brauche Brot. So. Das eine ist... Hä? So geht das nicht. Ich dachte, man braucht Brot. Dann schauen wir uns mal das mal an. Oh, jetzt ist es auch mit Grafikfehler. Ja, okay, wir müssen es aushalten, so. Das ist halt ein bisschen schlecht für die Orientierung. Wo sind die Sachen zum... Filter... Inputmaschine, Suche möchte ich. Rezeptliste, Optionen. Enable Craft Guide Item Rezept. Ja, man sieht es nicht, was man umstellt. Das muss ich dann noch ändern, wenn man es sieht. Ich möchte suchen. Dann gehen wir kurz mal raus und dann nochmals rein. Nichts mehr spiele. So. Ich möchte... sieht man gar nichts mehr. Ich mache mal das Textpack aus. Kurzen Moment. Es leckt ein bisschen. Es geht aber schnell. Gut. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Was ist denn das für ein Mist? Wieso ist es so verbuggt? Muss ich den Mod irgendwie neu installieren? Brauche ich irgendwas dazu? Ich hoffe, das geht anständig. Also hier geht es jetzt länger, weil es muss alles noch laden. Aber bitte nicht abstürzen. Oh Gott, das ist wieder ein Projekt, wo nicht alles richtig klappt. Oh. Ja, auch nur Let's Play und keine
Profis, die alles direkt richtig machen können und so. Tja. Geht es jetzt oder geht es jetzt nicht? Hast du Probleme, Java? Oh, wieso ist Minecraft überhaupt noch mit Java? Ja, man, ja, ist nicht gemacht für so ein. Spiel. Hallo, und jetzt ist noch Fresser Mamien. Jetzt. Gut. Also, wir sehen gar nichts mehr. Tja, dann machen wir das ein andermal. Ich dachte, man kann mit Brot Items herstellen. Für die NPCs. Damit man die NPCs spawnen kann. Okay, dann suchen wir mal eine schöne Ebene, wo wir uns ein Bauernhaus bauen können. Kann man hier hoch, wenn wir hier ein Brett hin tun. Oder wir könnten langsam das mit dem Carpenter Blocks machen. Ja, wie wäre es das? Ich bräuchte Schafe für ein Bett. Damit wir die Nacht überspringen könnten. Ich hoffe, es spawnt nirgends in unserer Nähe etwas. Da ist ein Creeper in unserem. Ah nein, das ist bei den Schweinen ist ein Creeper. Okay. Also, dann tue ich hier oben mal ein paar Bäume fällen. Noch eine Birke, bitte. So, noch ein Baum. Wir brauchen nämlich viel Holz. So, aber dafür brauche ich auch für ein, zwei Sachen das Crafting-Rezeptzeug. Ja, ich muss schauen, dass vielleicht ist nach einem Neustart wieder alles in Ordnung. Sonst muss ich da irgendwas ändern. So. Hier noch kurz die Samen nehmen. Hier alles anpflanzen, genau. Jetzt hier noch eine Fackel hin. Und hier noch eine Fackel. So, ich muss. Na, das geht ja nicht. Ich muss noch ein bisschen Kohle herstellen. So, ich hatte gerade etwas anderes gedacht. Inmitten. So, jetzt ist auch in den Augen ein bisschen die Sachen weg. Aus diesen Holzbrettern mache ich jetzt die Stöcke und die mache ich in die Mitte und außen herum mache ich die Stöcke und dann kommen die ersten Carpenter-Blöcke raus. Die heißen auf Deutsch Block des Zimmermanns, also heißt wahrscheinlich Carpenter heißt dann Zimmermann. Ja, mache ich direkt mal einige. Und jetzt kann man die zum Beispiel so hinlegen. Nein, so geht's nicht. So, zum Beispiel die Treppen. Und wenn man die ganz fällt, kommen man die zusammenklappbaren Blöcke. Wenn ich jetzt mal einen mache und die jetzt hier zum Beispiel als Boden mache, kann man die dann mit einem Hammer, den muss ich noch herstellen, so irgendwie. Denken. Brauchen wir noch Eisen? Ja, toll. Ich weiß es nicht. Haben sich die Crafting-Rezepte geändert oder so etwas? Ja, toll.
geht's ja nichts. Schwer. Wie kann man die Sachen herstellen? Da braucht man doch Eisen. Okay, ich brauche Eisen. Ich denke, ich weiß jetzt wie. Man muss die so herstellen und die Blöcke als... Genau, man muss die Blöcke als Stöcke benutzen. So. Und wenn wir die rausnehmen und die irgendwie so hin tun. So. Was war das? So. Okay, dann haben wir auch den Meißel. Sehr schön. Und jetzt haben wir ja die hier unten. Jetzt kann man mit dem Hammer die so verbiegen. Und das gefällt mir sehr. Die kann man wirklich ganz runter tun. Also kann man so richtig schrägen. Leider tut der Charakter so fliegen. Also nicht so gut, aber als Dekoration kann man da recht viele Sachen machen. Und ja, geht auch kaputt, also bauen wir das Zeugs ab. So. Und tun irgendwas anderes hin. Ich möchte aber die Schrägen haben. Wie kann man die Schrägen herstellen? Tja. Ah so, eine Rampe heißt sie. Dann brauchen wir mehr von den Stöcken. Aber ich will zuerst mal noch testen, wie das mit dem Ding geht. Wie das sich verhält, wenn wir die Rampen jetzt hier hin tun. Es ist eigentlich eine ganz normale Treppe. Aber einfach in Rampenstil. Wenn man jetzt noch die Ding hin tun kann, die Minecart-Schienen, dann würde das recht geil aussehen. Also, dann werde ich mal hier einfach mal Pflastersteine hin tun. Die kann man nämlich so benutzen als ja. Als Schicht, als, wie sagt man so schön, als Tarnung. Also, das haben wir mal gezeigt. Jetzt möchte ich noch den Mikroblock verwenden, aber dafür brauche ich Diamanten und die habe ich nicht. Dann muss ich das später zeigen. Das haben wir zu wenig, den Lachs kann ich reintun. Jetzt ist Nacht. Okay, dann machen wir uns mal den Boden. Aus ganz normalen Eichenbretter. Da kann ich die Ampel eigentlich auch aus Eichenbrettern machen. So. Keine Monster anlocken. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn ich den Boden gemacht habe. Und weil ich jetzt ja langsam schlafen sollte, nämlich tief in der Nacht. Und jo. Gut, dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht oder Tag oder Morgen oder was das ist, gerade bei euch, wenn ihr das Video schaut. Und ja, ich hoffe, dass euch das Projekt gefällt und ich ein bisschen mehr Anerkennung bekomme. Und eben, es ist alles interaktiv. Ihr dürft jederzeit irgendwas wünschen, verbessern, alles Mögliche.
also eine Verbesserung holen, eine Verbesserung holen oder so etwas und so weiter. Also ihr seht, hier können wir eigentlich recht schnell nach unten. So, dann machen wir das nächste Mal mehr Blöcke hier und ja, alles Mögliche. So, da müssen wir leider das Fenster hier halt wieder zumachen. Können wir ein bisschen Stein anfangen zu brennen. So. Es regnet draußen und alles Mögliche. Hier haben wir auch den anderen Schein. Also. Ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.